Tieren bestreichen. Und zwar einfach so außen drüber. So ein bisschen einfetten. Nein. Arthur. Widerlich. Geh weg. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Wir haben jetzt schon länger nichts mehr gedreht und mittlerweile haben sich die Bäume da draußen schon in allen herbstlichen Farben eingefärbt und mit Oktober ist auch die Kürbissaison gestartet. Deswegen haben Arthur und ich uns gedacht, neben den ganzen Klassikern wie Pumpkin Pie, Pumpkin Spice Latte oder Kürbissuppen, könnte man doch sicher irgendetwas anderes super Kreatives aus Kürbis herstellen oder kochen und wir wollten wieder mal ein Koch-DIY für euch abdrehen. Da sind wir auf Pinterest tatsächlich über so ein Bild gestolpert, wo jemand kleine Brötchen in Kürbisform gebacken hat, beziehungsweise in Österreich würden wir das Kürbisweckerl nennen. Und haben uns gedacht, das wäre doch wirklich mal was zum Ausprobieren, schnell, einfach und vielleicht auch vielseitig verwendbar. Deswegen werden Arthur, der schon wieder abgetaucht ist, und ich euch jetzt erzählen, was ihr dafür braucht. Da es sich bei diesem Rezept um den klassischen Hefeteig handelt, beziehungsweise Germteig für alle Österreicher da draußen, brauchen wir eigentlich nicht sehr viele Zutaten. Das Spezielle ist eben, dass etwas Kürbispüree mit in den Teig kommt. Wir starten mal mit 510 Gramm Mehl. Das sieht zunächst ein bisschen viel aus. Es ist Universalmehl, was ich hier verwende. Ihr könnt natürlich auch eine glutenfreie Alternative verwenden. Und das Rezept an sich ist eben für 12 bis 15 Stück, das heißt, ihr könntet das auch reduzieren. Ihr braucht aber ein ganzes Ei dafür. Das ist, wenn ihr ein richtiges Ei verwendet, etwas schwierig, das dann zu halbieren auf die Hälfte, wobei mit einem kleinen Ei klappt sicher auch. Ihr könnt das Rezept ganz einfach auch vegan machen, indem ihr das Ei durch einen Eiersatz ersetzt. Und da gibt es vielleicht dann auch von den Mengen her ein bisschen einfacher, das irgendwie auch runter zu reduzieren. Weiters braucht ihr 160 Milliliter Milch, entweder richtige Milch oder so wie ich in meinem Fall jetzt hier Sojamilch verwende. Und da könnt ihr aber auch andere Alternativen benutzen. Laut Rezeptautorin eignet sich Sojamilch aber am besten. Genauso verhält es sich bei der Butter. Das sind jetzt 100 Gramm. Ich habe hier zwei Blöcke abgeschnitten, einmal 80 Gramm und einmal 20, weil hier die 20 noch anderwertig verwenden werden und eigentlich nur die 80 Gramm direkt jetzt in den Teig reinkommen. Gesagt, gerne auch hier eine pflanzliche Alternative benutzen. Das Wichtigste für den Hefeteig ist natürlich Hefe. Ich habe hier Trockenhefe, das ist ein Päckchen, das ist je nach Hersteller zwischen 7 und 10 Gramm schwer und eignet sich meistens eben für den halben Kilo Mehl. Dann das namensgebende Kürbispüree. Ich habe hier aus einem Drogerieladen so ein Bio-Kürbispüree fertig püriert gekauft. Ihr könnt das aber auch super einfach selbst herstellen, indem ihr zum Beispiel einen Butternusskürbis im Ofen offen überbackt und dann auslöst und püriert. Es klappt auch ganz gut. Hiervon braucht ihr ca. 240 Gramm. In der Dose sind jetzt genau 250 drinnen, also eignet sich das auch relativ gut. Und etwas Zucker, das ist brauner Rohrzucker. Ich habe hier 50 Gramm davon. Ein bisschen Salz. Ich habe hier so eine Dose, mit der man auch wirklich etwas mehr rausleeren kann, weil ihr davon 1,5 Teelöffel braucht. Und wenn ich das mit so einer Mühle machen müsste, würde das etwas mehr Aufwand bedeuten. Dann auch noch ca. 3 Teelöffel Pumpkin Pie Spice. Pumpkin Pie Spice könnt ihr, wenn ihr das nicht zu kaufen bekommt, aber auch super einfach selbst mischen. Und fürs Dekorieren am Ende habe ich hier noch Pekannüsse. Pekannüsse schauen so ein bisschen aus wie dieser Strunk, der da oben dran ist am Kürbis normalerweise. Und ja, davon habe ich jetzt ein paar Stück aus so einer knapper Mischung rausgesucht, weil ich dann nicht so viele davon brauche und nicht so gerne Nüsse knappere. Die könnt ihr dann halbieren und später als Strunk verwenden. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Wir starten jetzt mal, indem wir die Sojamilch nehmen. Arthur ist wie immer Qualitätskontrolleur. Und geben dann ein Drittel davon, das sind so 50 bis 60 Milliliter, in eine Rührschüssel.
gehen wir das derweil zur Seite. Und da kommt jetzt die Trockenhefe mit rein. Und circa ein Teelöffel Zucker. Ihr könnt das abmessen oder wie ich einfach ein bisschen wild sein. Also ein ganz kleines bisschen vom Zucker. Und ich schnapp mir jetzt einen Schneebesen und rühre mir das Ganze da mal an. Alexa, Timer auf 5 Minuten. Okay, dann in 5 Minuten hole ich euch näher ran und zeige euch, wie das aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen, aber das sollte jetzt circa so ausschauen. Das ist ein leicht schaumiges Gemisch. Und jetzt geht's weiter. Okay, Arthur kann sich heute echt nicht entscheiden, wo er sitzen möchte. Er ist jetzt doch hier drüben. Und jetzt in diesen ersten Teig kommt die restliche Sojamilch bzw. normale Milch mit rein. Der restliche Zucker. Das Ei. Das könnt ihr mal durchrühren. Dass alles schön verbunden hat. Und jetzt kommt das Kürbispüree rein. Also bis auf ein, zwei Teelöffel wird das jetzt hier überbleiben. Also ich brauche hier fast die ganze Portion. Ein ganz kleines bisschen so über. Vielleicht mag Arthur das haben. Arthur, magst du kosten? Wie die Masse bislang aussieht. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist das jetzt so eine wunderschöne orangene Masse mit einer Menge Hefe drin. Und jetzt kommen noch die trockenen Zutaten mit rein. Okay, zu guter Letzt kommen noch die trockenen Zutaten mit rein. Und zwar einmal mein Pumpkin Pie Spice. Ich das aufkriege. Ja, Arthur. Ja, du magst sicher kein Kürbiskuchengewürz. Wie gesagt, das sind insgesamt 3 Teelöffel, aber übertreibt nicht damit. Sonst schmeckt das am Ende auch zu stark danach. Dann kommt noch 1¼ Teelöffel Salz mit rein. Wie gesagt, ich benutze hier so einen Streuer, wo gleich ein bisschen mehr rauskommt, weil das hier auch irgendwie eigenartig funktioniert. So. Und zu guter Letzt noch das Mehl. Jetzt stoppt's hier, ne? Also ihr habt das jetzt hier drin, die ganze Masse, und ich gebe das jetzt in meine Küchenmaschine. Ihr könnt das aber auch mit einem Handmixgerät machen. Und ich stelle das Ganze jetzt auf mittlere Stufe und lasse das mal ein paar Minuten verrühren. Zeige euch das auch gerne von oben dann. Jetzt denkt ihr bestimmt, die hat doch jetzt die Butter vergessen, von der sie noch geredet hat. Und nein, die habe ich nicht vergessen. Zuerst habe ich jetzt mal alles schön durchmixen lassen
Und jetzt kommt die Butter esslöffelweise dazu. Ich habe jetzt nicht extra einen Esslöffel geholt, sondern steche halt einfach mit dem kleinen Löffel hier ab. Aber nicht alles auf einmal. Wie gesagt, 20 Gramm hebt ihr euch auf, das braucht ihr später noch. Und zunächst einfach mal kommt die Butter so dazu. Arthur findet das auch super. Und ihr rührt jetzt die Butter immer schön ein. Arthur hypnotisiert die Butter und ich rühre sie in der Zwischenzeit einfach ein. Also immer zuerst schön einrühren, dass sie schön vermengt ist und dann erst das nächste Stück Butter mit rein. Ich habe mir jetzt den Teig abgedeckt und lasse ihn auch direkt hier einfach für 1 bis 2 Stunden gehen. Er sollte sein Volumen schon wirklich fast verdoppeln in dieser Zeit, damit er schön fluffig und gut aufgeht. Ich würde sagen, Arthur und ich machen erstmal eine Pause in der Zwischenzeit und sehen euch dann wieder, wenn der Teig soweit ist, dass wir ihn weiterverarbeiten können. Jetzt sind bei uns ziemlich genau 2 Stunden vergangen und der Teig sollte jetzt schön aufgegangen sein. Der Moment, wo es spannend wird und Arthur findet es super langweilig. Hui! Arthur, schau. Wie finden wir das? Ist richtig schön aufgegangen. Das ist mal ein richtig massiver Teig geworden. Und im nächsten Schritt werden wir aus diesem schön aufgegangenen Teig unsere kleinen Kürbisse formen. Bereit, Arthur? Mehr als bereit, oder? Also, los geht's! Ich habe mir hier etwas Mehl vorbereitet, damit mir das nicht anklebt. Und zunächst schnappen wir uns unseren fertigen Teig. Ihr könntet den auch nach dem Kneten umfüllen und zwar in eine Schüssel mit etwas Öl vielleicht ausgefettet, dass der leichter rausgeht, aber der ist auch prima kompakt geworden und gleichzeitig fluffig, deswegen kann man den auch trotz alledem halbwegs gut rauslösen. Und das ist jetzt unser Teig, damit der hier nicht kleben bleibt. Ich den hier nochmal so ein bisschen durchkneten. Nochmal 2 Stücke und das ist jetzt die fertige Größe, die wir verwenden. So circa Handballen groß, nicht ganz. Sucht dann wirklich so eine halbwegs glatte und geschmeidige Teigkugel draus zu machen. Das Ganze soll dann auch nochmal ein Stück aufgehen. Wie wird aus diesen runden, noch sehr indefinierbaren Dingen jetzt ein Kürbis, der auch wirklich wie ein Kürbis aussieht? Damit ihr auch eine Idee kriegt, wovon ich spreche, habe ich mir hier von meiner Deko diesen goldenen Kürbis hier geschnappt. Schau mal, Arthur. Der ist so ein bisschen das Vorbild auch für diese Teile, beziehungsweise so wie auf dem Bild, das ich da auf Pinterest gefunden habe. Und zwar hat dieser Kürbis hier so Ausnehmungen, also so immer so kleine Hügelchen, kleine Einschnitte dazwischen, schon diese bauchigen Teile hier. Ja,
Er hat hier genau 8 Stück rundherum. Und wir werden das auch eben so machen, dass es rund um 8 solche Bögen geben soll später. Ihr habt dazu jetzt, ich lasse das mal hier stehen, dann kann man das vielleicht noch immer als Vorbild nehmen. Das ist eine Art und ein bisschen abschirmen. Ich finde das gerade super hier. Ja, also, ihr habt 2 verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Und ich zeige euch das eine nur so andeutungsmäßig vor, weil ich das so nicht machen möchte, weil ich das im Rezept schon gesehen habe, dass es meiner Meinung nach nicht so gut klappt wie mit der zweiten Methode. Erste Methode, um das später so hinzubekommen, wäre, das Messer hier einzuölen, euch so ein Teil zu schnappen und da, wo die Mitte ist, ungefähr erstmal so einzuschneiden. Und das sollte relativ scharf sein, sonst klappt das nicht so gut. Also ihr kriegt vielleicht jetzt so ein bisschen die Idee davon. Das heißt, ihr würdet das rundum machen, bis ihr eben 8 solche Schnitte habt. Sondern ihr möchtet lieber die zweite ausprobieren. Und dafür braucht ihr Küchengarn, das ihr eben auch zum Braten oder so verwenden könntet. Und habe mir das in so längliche Teile geschnitten. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kurz. Ich werde das mal ausprobieren. Und würde mir jetzt eben ein so ein kleines Bann hier nehmen und hier ein bisschen bemehlen von allen Seiten, damit es nicht kleben bleibt. Und suche mir jetzt von diesem Küchengarn die Mitte, lege das hier so mittig rein, nehme die Fäden dann so, mache das wie bei einem Weihnachtspaket einmal so im Kreuz. Und dabei nicht so festziehen. Der Teig geht noch weiter. Ja, das ist bei Germteig so. Und auch beim Backen bleibt das nämlich mit drauf. Deswegen eher locker. Dann dreht ihr das. Habt hier nochmal die Geschichte. Mal noch hier rum. Also wie gesagt, so ein bisschen kriegt man eh schon die Idee, wo das hinführen soll. Und macht euch quasi auch jetzt diese Achtel, von denen ich gesprochen habe. Ich glaube, ich habe die perfekte Länge getroffen. Das sieht echt so aus, als hätte ich es echt perfekt zugeschnitten. Gut, es hat geklappt. Arthur beim ersten Versuch. So, wie gesagt, nicht zu fest, weil das noch geht. Und dann knotet ihr das einfach zu. Während ich jetzt hier noch die restlichen Kürbis Buns weiter vorbereite, kann ich euch schon mal einen kleinen Ausblick drauf geben, was jetzt weiter noch geschehen wird. Und zwar werde ich jetzt diese Buns eben mit schönem Abstand zueinander auf ein Backblech setzen, beziehungsweise wenn ihr die volle Menge hier vom Rezept macht, braucht ihr wahrscheinlich 2. Und lasst sie dann auf dem Blech nochmal für eine Dreiviertelstunde circa dort nachgehen, nochmal quasi ein Stück aufgehen. Und dann erst kommen die in den Ofen. Also berücksichtigt, Germteig geht immer noch weiter auf, bis er gebacken wird. Und lasst deswegen wirklich genug Abstand, weil es ist oft nicht so einfach abzuschätzen, wie viel Platz das am Ende wirklich einnimmt. Wie ihr sehen könnt, ist das das Modell und das die Kürbisdeckel und das sieht doch schon eigentlich sehr ähnlich aus, finde ich. Also ihr seht, ich habe sie auch wirklich mit Abstand zum Rand und mit Abstand zueinander auf diesem Blech angeordnet, damit eben nichts schief gehen kann. Also wenn die aufgehen und mal aneinander kleben, ist es nicht so cool. Ein kleiner Tipp noch, jetzt funktioniert es auch nicht perfekt. Wenn ihr wissen wollt, ob Germteig perfekt für den Ofen fertig gegangen ist, ihr nehmt einfach eure Fingerspitze, eure schön gewaschene, saubere Fingerspitze und könnt da so reindrücken. Und wenn das so zurückfiedert, hier ist es jetzt auch schon so weit, dann ist es eigentlich schon bereit zum Backen. Dann ist er elastisch genug und ist eigentlich auch von der Konsistenz alles richtig gemacht. Ich würde sagen, ich schmeiße das Ganze jetzt, wie gesagt, bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 20 Minuten in den Ofen und sehe euch dann mit dem fertigen, hoffentlich schönen Endergebnis wieder. Bis gleich!
Wir sind soweit fertig. Die Semmeln sind aus dem Ofen draußen, also Brötchen bzw. Weckerl. Ich bin drauf gekommen, es ist mehr wie eine Semmel, also in Deutschland Brötchen, mit etwas leichten, dezenten Kürbisgeschmack. Und ich habe jetzt hier schon fertiggestellte. Und die hier sind so, wie sie aus dem Ofen kommen. Sie sind etwas brauner geworden als die anderen, also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall könnt ihr den Test machen, wenn ihr die aus dem Ofen holt, ob die gut sind, indem ihr da auf der Unterseite klopft. Und das ist dann so ein leicht hohles Geräusch. Vielleicht hört ihr das, ich mache das mal neben dem Mikro. Wenn sich das so anhört, sind die perfekt. Ihr lasst die am besten einfach kurz abkühlen. Und wenn ihr eben diese Methode gewählt habt, müsst ihr jetzt das Garn noch entfernen. Ich schneide das hier an. Es ist ein Stück weit eingesunken quasi in der Semmel, aber es lässt sich trotzdem lösen. Es bleibt zwar ein bisschen was dran haften. Und ihr könnt das auch gerne an mehreren Stellen so ein Stück weit anschneiden. So kommen die dann raus. Wenn ihr es eben nur eingeschnitten habt, habt ihr das Problem auch gar nicht. Nein. Was ihr jetzt noch macht, die restliche Butter, wenn ihr euch erinnert, habe ich mir jetzt in der Mikro geschmolzen. Und mit so einem Silikonpinsel könnt ihr jetzt großzügig eure Brötchen bestreichen. Und zwar einfach so außen drüber. So ein bisschen einfetten. Nein. Hey. Arthur. Widerlich. Geh weg. Und voilà, das sind die fertigen Kürbisbrötchen. Wer auch vorher aufgepasst hat, weiß, dass es noch Pekannüsse gibt und die kommen jetzt hier als Strunk mit rein. Und zwar einfach so reinstecken. Wie gesagt, wenn ihr die Methode mit dem Einschnippeln macht, müsst ihr vielleicht mit einem Löffel noch in der Mitte so eine Ausnehmung machen. Hier ist es durch den Faden einfach schon weich genug drunter, um das noch so reinzubohren. Jetzt ist es Zeit, eines unserer Wunderwerke zu verkosten. Also ihr seht, die sind super fluffig geworden. Super fluffig und eigentlich durch diese Form kann man jetzt auch so ein kleines Stück hier rausbrechen und auch einfach direkt essen. Hm. Ich zeige euch das jetzt gleich einen Strunk mal vielleicht rauszugeben. So sehen die innen aus wie richtig tolle Kaisersemmeln. Also wirklich richtig gut geworden. Und das hat richtig gut geklappt. Also wir sind sehr zufrieden. An dieser Stelle werden wir jetzt das Video beenden. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Schaut euch gerne auch noch unsere anderen Videos an. Lasst uns gerne wissen, ob wir mal wieder mehr kochen oder doch mehr basteln sollen mit euch. Und wie gesagt, das super gute Rezept ist in der Infobox unten verlinkt. Wirklich toll, ihr könnt auch gerne dort vorbeischauen. Macht es auch gerne in einer veganen Variante. Ist echt super einfach. Und in diesem Sinne, viel Freude beim Nachbacken.